Ja, schönen guten Morgen an alle Teilnehmer und danke, dass Sie in so Einladung gefolgt sind. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Peter Strobel von Infomainz und ich werde Sie heute durch das Webinar begleiten, das ungefähr für 45 Minuten geplant ist. Mit dabei ist du Alex Meyer von der Firma Finanzwerkstatt, der uns heute ein Excel-basierendes Tool zum einfachen Finanzreporting vorstellen wird. Wie alle wissen, hat ERGO und Radix umfangreiche Funktionalitäten im Bereich Finanzwesen. Mit dabei sind natürlich auch viele Auswertungen. Viele von Ihnen, viele Anwender nutzen die Funktionalitäten und trotzdem gibt es allem wieder den Wunsch nach einem einfachen und flexiblen Instrument, mit dem ausgehend von den Buchhaltungs- oder Kostenrechnungsdaten Simulationen und andere Betrachtungen gemacht werden können, ähnlich wie man sie von Excel kennt. Heute stellen wir Ihnen so ein Tool vor, entwickelt und angeboten von Alex Meyer. Er ist Inhaber des Unternehmens Finanzwerkstatt aus Nattschaps. WingX, so heißt das Excel-Tool, ist mit Radix und ERGO kompatibel und kann eine interessante Ergänzung zu den bereits bestehenden Auswertungen sein. Mehr dazu wird Ihnen aber jetzt gleich Alex persönlich sagen. Alex, Ja, bist du danke, bereit? Peter, für die einführenden Worte und danke an alle Teilnehmer. Es freut mich besonders, dass sich so viele Teilnehmer für das Webinar umgemeldet haben. Das zeugt auch von einem großen Interesse für das Themengebiet. Wie der Peter schon gesagt hat, mein Name ist Meier Alex von der Firma Finanzwerkstatt. Wir sind eine Unternehmensberatung aus Brixen, die sich auf Controlling und Reporting spezialisiert hat. Und wir sind da relativ viele Unternehmen unterwegs und sehen oft, dass viele Betriebe das Problem haben, dass sie zwar die Buchhaltung bei sich selber im Haus haben, aber trotzdem irgendwie allen das Gefühl haben, dass sie keine aussagekräftigen Säulen haben, mit denen sie gute Entscheidungen treffen können. Oder sie haben die Entwicklung von Umsätzen und Kosten nicht recht im Blick. Andere Betriebe haben das Problem, dass die Zahlen, die was sie brauchen, nur mit sehr großem manuellem Aufwand aus ihrem System rauskriegen. Manche Betriebe brauchen unterjährig schnell Reportings oder Zwischenbilanzen für Banken, Aufsichtsräte oder Verwaltungsräte. Andere Betriebe haben Work-on-Reporting, Work-on-Controlling, weil sie entweder glauben, dass sie zu klein sein und können es brauchen, oder sie haben keinen eigenen Controller im Haus, der für sie die Zahlen aufbereitet. Und in der heutigen Zeit sich ein bis zweimal im Jahr mit dem Wirtschaftsberater zu treffen, um die Bilanz zu besprechen, oder im September, Oktober mit ihm zu schauen, was noch optimiert werden kann oder ob ich noch Investitionen tätigen kann, ist in der heutigen schnelllebigen Zeit einfach ein bisschen zu wenig. Für die ganzen Probleme haben wir eine Software entwickelt, die was den Namen WingX trägt. Unser Slogan ist Controlling for Everyone. Einfach aufgrund dessen, weil wir sagen, wir wollen, ist Controlling in alle Südtiroler Unternehmen zugänglich machen. Auch für Unternehmen, die keinen eigenen Controller bei sich im Haus haben. Oder einfach schnelle Zahlen auf Knopfdruck benötigen. Die Software WingX ist so konzipiert, und das ist eigentlich das Spezielle an der Software, dass es per Knopfdruck alle wesentlichen Geschäftszahlen eines Unternehmens automatisiert und individualisiert im Excel darstellt und dass man dann im Excel die Zahlen auch nach Belieben weiter bearbeiten kann. Dadurch, dass die Software zu 100% in Excel implementiert ist, bringt sie oder machen wir die Tür auf für alle Unternehmen, unabhängig von deren Größe und Branche, weil ich trotzdem in meiner gewohnten Arbeitsumgebung weiterarbeiten kann, was es Excel ist. Mit Excel kennt sich jeder aus. Und trotzdem habe ich den angenehmen Effekt von automatisierten Zahlen auf Knopfdruck. Deswegen machen wir mit der Software, das ist eben das Spezielle, die Tür auf, auch für kleine und mittelständische Betriebe, die sich nicht eine eigene Controlling-Software, eine externe, sich anschaffen wollen.
Das Ganze ist ja so aufgebaut, dass wir uns an Radix bzw. auch an Ergo, an die Buchhaltungsdaten andocken können. In der Regel andere Controlling-Software haben da so ein Middleware, wo dann wiederum die Zahlen ins Excel exportiert werden können. Wir hingegen mit unserer Software schalten die Schnittstelle eigentlich komplett aus. Wir docken uns, wie gesagt, auf die Buchhaltungsdaten von Ergo und Radix an. Mit Buchhaltungsdaten meine ich nicht nur das Hauptbuch bzw. das Journalbuch, sondern auch die Anbindung an die Kostenstellenrechnung ist natürlich absolut möglich. Wir schießen die Daten sozusagen einfach direkt vom ERP-System, von Radix oder von Ergo direkt ins Excel ein. Das Ganze könnt ihr euch so vorstellen, dass es dann im Excel, so wie ihr es heint, eigentlich standardmäßig kennt. Da gibt es nur noch eine eigene Registerkarte, die den Namen Wings trägt. Das heißt, es verlässt eine normale Arbeitsumgebung nie. Es arbeitet nach wie vor im Excel, wie es ist vorher oder wie es ist eigentlich aus euren normalen Arbeiten schon gewohnt seid. Die Software ist vom Office Store offiziell downloadbar. Die Software ist Microsoft zertifiziert und man kann die Software in 5 Klicks runterladen. Im Excel starten, auf Einfügen, meine Events, nach WingX suchen und mit in 5 Klicks ist effektiv die Software installiert. Es braucht keine Servervoraussetzungen, es braucht gar nichts, es braucht einfach ein Excel ab der Version 2016, weil erst ab der Version der Office Store in Excel integriert worden ist. Mehr braucht es eigentlich nicht. Ich habe jetzt ein kurzes Video vorbereitet, wo ihr schon gleich die Funktionalitäten von Excel im Rahmen von dem Video eben sehen könnt. Wir werden dann noch, nach der allgemeinen Präsentation, werde ich die SwingX live in Excel zeigen. Aber damit ihr jetzt schon einmal ein bisschen eine Vorstellung kriegt, was die Software kann, habe ich da ein kleines Video vorbereitet. Also ihr seht schon, die Software ist da eingebettet ins Excel, in so eine Sidebar, die was man dann auf und zu klappen kann. Jetzt startet das Video. Nachdem man den Bericht, den was man vorher gemeinsam erarbeitet hat, ausgewählt hat, kann der Bericht mit 2 Klicks generiert werden. Das System, die Software verbindet sich jetzt mit den Buchhaltungsdaten von eurem Ergo, von eurer Datenbank oder von eurem Radix, fügt die einzelnen Buchhaltungskonten direkt ein ins Excel, in die einzelnen vordefinierten Kategorien. Und sozusagen habe ich jetzt innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Minute, eine Minute, habe ich Live-Daten, Echt-Daten aus dem System ins Excel eingespielt und das in einer Form, mit der ich auch was umfangen kann. Also das alles, was es da sechs, das ist schon ein normaler Bericht mit dem Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022. Vergleich in Rot und in Grün dargestellt. Ich sehe es am Forecast auf Jahresende, was wir auch abdecken können. Und das Tolle ist, dass ich jetzt das auch bearbeiten kann. Ihren Rechnungen zum Beispiel, was ich nicht gekriegt habe, ihren Rechnungen, was ich nicht ausgestellt habe, ihren ganz viele Sachen, manchmal, was ich ja nicht unbedingt in der Buchhaltung unterjährig buchen will, Lagerbestandsveränderungen typisch. Das Ganze kann man dann, dadurch, dass man mir in Excel da sein, kann man das Ganze effektiv sehr schnell bearbeiten, dass ich auch wirklich eine echte Ist-Situation ganz schnell darstellen kann. Ich habe es gesehen jetzt, wie schnell das geht. Man wählt sich einen Bericht aus, man startet den Report, es generiert sich alles automatisch. Wie der Report ausschaut, ist komplett individuell für jede Firma einstellbar. Den Report, den was es jetzt momentan sechs, das ist ein ganz einfacher Report mit ein paar Jahresspalten, mit einem Vergleich zum Vorjahr und einem Forecast zum Jahresende. Wir können natürlich auch Quartalsberichte machen, wir können Monatsberichte machen, wir können Budgetvergleiche machen, in Prozent dargestellt, in absoluten Zahlen dargestellt, also alles, was sich das Finanzherz wünscht,
können wir effektiv mit der Software abwickeln. Die unterschiedlichen Zeilen der OSD-Sec, wir starten in der Regel bei Erlöse, gehen dann über zu variable Kosten, danach kann man die Fixkosten, Deckungsbeitragsrechnungen. Der ganze Aufbau vom Reporting ist individuell für jedes Unternehmen einstellbar. Logischerweise auch die Form und das Corporate Identity. Ist komplett für jede Firma individualisierbar. Was bietet das Ganze, welche Vorteile? Also wir haben alles, was Sie mit Buchhaltungsdaten und Kostenstellen, Rechnungen, Rechnungsdaten anfangen kann, kann ich in Wings darstellen. Also es gibt Gewinn- und Verlustreportings, Bilanzreportings, Cashflow-Reportings auf Jahresbasis, auf Quartalsbasis, auf Monatsbasis. Es gibt Forecast-Modellierungen aufs Jahresende. Also alles, was das Unternehmen braucht in dem Moment und was es sich wünscht und was man mit Buchhaltungsdaten ausarbeiten kann, können wir in Wings darstellen. Wir haben standardisierte direkte Schnittstelle zu ERGO und RADEX. Das ist ein großer Vorteil für euch Webinar-Teilnehmer, die ihr ja alle mit D2-Programmen arbeitet. Wenn man Software einführt, wer Erfahrungen hat, weiß, dass Schnittstellen auch ein relativ großes Problem sein und relativ aufwendig sein. Mit der Infomainz ERGO und RADEX haben wir standardisierte Schnittstellen schon gebaut. Das heißt, es macht die Implementierung extrem schnell und extrem einfach. Die Software ist komplett branchen-, unternehmens- und personalunabhängig. Wir sehen es dann auch an der Referenzliste, die wir mittlerweile haben. Wir haben Unternehmen aus allen Sektoren, aus Handel, Dienstleistungen, aus der Produktion, aus der Gastronomie. Also wir decken eigentlich alles ein bisschen ab, weil die Software eben komplett branchenunabhängig ist. Die Software ist auch personalunabhängig. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt einen eigenen Controller im Haus, der mir diese Zahlen aufbearbeitet. In der Regel ist es die Buchhalterin oder der Verwaltungsleiter, der mit dem Programm ohne Probleme umgehen kann. Vor allem dadurch, weil alles in Excel integriert ist und sich der Benutzer eigentlich im Excel schon auskennt. Das heißt, wir verbinden eigentlich den Automatismus von einer Software mit der Flexibilität von Excel. Und das ist eigentlich der große Punkt und der große Vorteil von WingX, dass eben der Benutzer die Arbeitsumgebung nicht verlässt. Das heißt, er muss nicht unbedingt eine neue Software lernen und trotzdem hat er Zahlen auf Knopfdruck zur Verfügung. Wir haben letztes Jahr einen automatisierten KI-basierten Forecast eingebaut. Das heißt, wir bauen auf die Daten der letzten Jahre auf und prognostizieren Umsätze zum Jahresende. Also der Algorithmus erkennt Saisonalitäten, erkennt einen besseren Geschäftsverlauf, er kann Ausreißer erkennen und deeliminieren. Und so prognostiziert dieser Forecast einen Umsatz auf dem Jahresende, auf den man sich auch sehr gut verlassen kann. Wir haben den Algorithmus bei mehreren Unternehmen bereits im Einsatz und bringt wirklich sehr gute Ergebnisse. Während die Umsätze über den KI-basierten Algorithmus berechnet werden, werden die Kosten aufgrund von Intensitäten berechnet. Jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail, aber gut, im Projektgeschäft, wo der Umsatz ja manchmal relativ stark schwankt, kann man den Umsatz dann am Ende manuell noch bearbeiten, aber die Kosten werden effektiv vom Algorithmus sehr gut berechnet. Wir haben aktuelle Daten auf Knopfdruck und sind weltweit, also die Software, man muss nicht selber im Unternehmen sitzen, man muss nicht selber Server zu oder Zugang zum ERGO und zum RADEX haben, sondern man kann auch ganz bequem im Homeoffice sitzen, sofern ich einen Internetzugang habe, kann die Software von überall auf der Welt benutzt werden. Die Software ist komplett mehrmandantenfähig, das heißt auch Konzerne nutzen die Software mittlerweile und die Software bietet auch die Möglichkeit einer
Konsolidierung zwischen den Firmen. In dem Moment hat die Software den Vorteil, dass man mehrere Schnittstellen parallel anbinden kann und dadurch kann ich verschiedene Datenbanken miteinander verknüpfen und habe dadurch die Möglichkeit zu konsolidieren. Das haben wir auch schon bei zwei Betrieben im Einsatz. Sie profitieren in dem Moment oder die Benutzer profitieren von einem sehr geringen Schulungs- und Installationsaufwand. Schulungsaufwand deswegen so gering, weil alles in Excel drin ist. Also ich kenne mich in Excel aus. Meine Sidebar, was ein bisschen dazugekommen, wo man in den Benutzer die verschiedenen Funktionalitäten erklärt. Aber in der Regel ist der Schulungsaufwand sehr, sehr gering. Installationsaufwand gibt es eigentlich nicht einen Installationsaufwand, weil die Software in 5 Klicks installiert ist. Nachher bei Ihnen, wenn ich das live in Excel präsentieren, dann sage ich, wie schnell man eigentlich das Linux installiert hat. Wir sind Unternehmensberater, das heißt, wir kommen von der betriebswirtschaftlichen Seite, bringen aber die Software mit. Wir sehen es ganz oft in die Projekte, die was wir machen, dass es eigentlich meistens bei der Software nicht bleibt. Wenn wir ein Konzept gemeinsam mit dem Kunden erstellen und der, was sich dann entscheidet, das Projekt zu implementieren, dann kommen wir ganz auf viele verschiedene betriebswirtschaftliche Fragestellungen in Kontakt. Das heißt, wie ist der Buchungsrhythmus? Wären die Kosten richtig abgegrenzt monatlich? Wären die Personalkosten richtig abgegrenzt? Werden die Abschreibungen gebucht? Wenn sie nicht gebucht werden, wie kann man es in Zukunft machen, dass sie gebucht werden, beziehungsweise wie kann man das in Wings automatisieren? Also wir kommen da auf ganz viele, in der Regel im Laufe der Implementierung, auf viele betriebswirtschaftliche Themen drauf, gemeinsam mit dem Kunden, die dann optimiert werden. Und das ist also der tolle Nebeneffekt in dem Moment, wo die Kunden sehr stark von uns profitieren können. Es ist nicht nur die Software, die was wir zur Verfügung stellen. Nein, es ist auch die Expertise, die was wir haben, indem wir sagen, wie soll das Reporting aufgebaut werden. Da bieten wir in die Betriebe sehr große Hilfestellungen und Hilfeleistungen, dass danach effektiv Zahlen auf Knopfdruck wirklich auserkennen können. Weil die Basis für Zahlen auf Knopfdruck ist natürlich eine sauber geführte Buchhaltung. Das ist sicherlich generell die Grundvoraussetzungen von allem. Wir sind ein lokaler Ansprechpartner. Wir haben da unser Büro in Brixen. Wir haben keine langen Anfahrtswege. Wir sind natürlich für unsere Kunden einfach erreichbar und es ist fein einfach, dass ein lokaler Ansprechpartner generell da ist, an dem was man sich wenden kann, wenn es Supportprobleme, wenn es Probleme gibt, wenn es Support braucht oder wenn es auch ein weiterführendes Projekt braucht. Wir sind einfach nicht weiter weg. In der Regel ist es ja so, wenn sich ein Kunde für die Implementierung von WingX entscheidet, dann starten wir in der Regel mit einer Strategie und einem Konzept. Und da brauchen wir den Kunden. Weil die Strategie, das Konzept wird gemeinsam erarbeitet. Wir kommen dann natürlich mit einem Erstgespräch, kommen wir mit einem Konzeptvorschlag zum Kunde hin. Und so eben, schau, lieber Kunde, unser Vorschlag war, wir starten einmal mit dem G&V, wir machen einen Quartalsbericht, weil monatlich wirst du dir die Zahlen wahrscheinlich nicht durchschauen. Also da bereiten wir, dort analysieren wir schon in der Vorphase die Bilanzen. Wir analysieren das aktuell bestehende Reporting. Wenn es schon ein Reporting gibt, dann versuchen wir, das Reporting noch zu verbessern. Wenn es kein Reporting gibt, dann machen wir dem Betrieb einen Vorschlag, wie das Reporting aufgebaut werden kann. Parallel dazu starten wir schon mit der Schnittstelle, mit der Radix bzw. Ergo-Schnittstelle, bauen wir die schon parallel auf. Und sobald wir die Strategie und den Konzept mit dem Kunden abgestimmt haben, starten wir in der Regel schon mit der Vorbereitung von den Reportings. Ab dem Zeitpunkt braucht es eigentlich einen Kunde momentan nicht mehr. Wir brauchen einen Kunde für die Ausarbeitung der Strategie und für das Konzept, damit einmal das Konzept freigeben wird. Und die Reportings, die Berichte vorzubereiten, das machen dann eigentlich wir. Da brauchen wir einen Kunden nicht.
Wir organisieren gemeinsam mit der Ergo bzw. Radix die Schnittstelle. Dort braucht es überhaupt, da braucht der Kunde in dem Moment nicht beteiligt zu sein. Und wir kommen dann in der Regel noch 2 bis maximal 2,5 Monate zum Kunden hin mit einer 90 bis 95% fertigen Lösung. Das heißt, die Zahlen sind kontrolliert, dass sie passen. Die Reportings sind vorbereitet. Die Konten sind den einzelnen Kategorien zugeordnet. Der Kunde muss im Prinzip das dann auch einmal absegnen und sagen, ja, ihr habt noch 2, 3 kleine Änderungswünsche, die wir noch werden einbauen. Aber in der Regel kann man noch 2 bis maximal 2,5 Monaten mit der Software starten. Also nach 2,5 Monaten spätestens hat man wirklich Zahlen auf Knopfdruck. Ab dem Zeitpunkt startet dann das Monitoring. Das heißt, wir betreuen den Kunden ja weiter. Wir geben Support, Unterstützung, helfen bei Fragestellungen und so weiter. Das hört nie auf. Optional hat der Kunde natürlich die Möglichkeit, auch eine betriebswirtschaftliche Betreuung oder Beratung von uns, von der Finanzwerkstatt in Anspruch zu nehmen. Es gibt da verschiedenste Modelle, wie wir heute mit den Kunden arbeiten. Es gibt Unternehmen, die sind betriebswirtschaftlich und controllingmäßig schon auf einem sehr guten Stand. Da stellen wir die Software zur Verfügung und machen das Monitoring mit ihnen gemeinsam. Andere Kunden sind betriebswirtschaftlich noch nicht so weit. Die wollen, dass wir die Reportings für sie aufbearbeiten und uns mit denen quartalsmäßig treffen, monatlich treffen, um die Zahlen gemeinsam zu besprechen und Optimierungspotenziale zu finden. Das ist komplett von Projekt zu Projekt und von Kunde zu Kunde verschieden. Also wir stellen nur die Software zur Verfügung oder wir gehen hin bis wirklich ganzheitliche betriebswirtschaftliche Betreuung. Es ist alles möglich und der Kunde kann sich entscheiden für das, was für ihn am besten passt. Wir haben verschiedene Lizenzmodelle. Es startet mit dem Basismodell, es startet mit 99 Euro im Monat und geht dann hin und beinhaltet dann verschiedenste G&V-Reportings, die was man mit dem Kunden vereinbart, also alles, was die Gewinn- und Verlustrechnung anbelangt, ist im Basispaket mit dabei. Es geht dann über in die Standard, in das Standardlizenzmodell durch die G&V-Bilanz- und Cashflow-Berichte abgebildet. Und bis zum Schluss gibt es dann noch die Premium-Variante, wo die Kostenrechnung auch mit dabei ist. Bei der Kostenrechnung decken wir sowohl Kostenstellenrechnung ab, Kostenträgerrechnung und dort ist auch die Mehrmandantenfähigkeit enthalten. Das heißt, wenn ein Unternehmen mehrere Firmen hat, dann wickeln wir das auch über die Kostenrechnung ab. Die Kunden fragen mich dann manchmal, ja, wie viele Lizenzen brauchen wir denn? Und ich sage, in der Regel braucht es eine Lizenz. Es braucht nicht mehr. Der Kunde hat über 400 Mitarbeiter und auch der Kunde hat nur eine Lizenz. Warum? SwingX kann auf jedem PC installiert werden. Das Einzige, was man nicht kann, ist gleichzeitig mit demselben Lizenzschlüssel parallel einsteigen. Aber in der Regel in den Betrieben ist es so, dass ein Mitarbeiter die Zahlen aufbearbeitet und die Software nützt. Und deswegen braucht es in der Regel auch nur eine Lizenz. Und das startet eben mit dem Basis-Lizenzmodell von 99 Euro und geht dann bis zum Premium-Modell von 300 Euro pro Monat. Die Kosten für die Implementierung ist von Kunde zu Kunde verschieden. Je nachdem, welche Anforderungen er hat, welche Reportings wir vorbereiten müssen und für welches Lizenzmodell er sich dann auch im Prinzip entscheidet. Wir machen dann sowieso in der Regel, startet das Projekt so, dass wir ein unverbindliches Erstgespräch mit unserem Kunden machen, damit wir einmal ein gemeinsames Projektverständnis entwickeln und auf Basis von dem Erstgespräch machen wir schon einmal ein erstes Konzept, ein erstes Grobkonzept und ein erstes Angebot. Und dann kann sich der Kunde irgendwo entscheiden, ob er die Software dann implementieren will oder nicht. Speziell für dieses Webinar und speziell für die Ergo- und Radix-Kunden haben wir heute ein Spezialangebot vorbereitet. Wir geben 50% Rabatt auf die Lizenzkosten bis Ende 2024. Das heißt, je schneller
Also wenn das Tool für euch sinnvoll ist und ist für entscheidet, so ein Controlling-System einzuführen, je schneller das eigentlich entscheidet, das einzuführen, desto mehr Sport ist eigentlich. Also 50% Rabatt für alle Webinar-Teilnehmer. Das könnte ich eigentlich vielleicht mitnehmen. Ja, das ist so ein Auszug aus unseren aktuellen Referenzen. Oben in der obersten Zeile sind alles Informance-Kunden, die entweder Radix oder auch Ergo in ihrem Betrieb laufen haben. Unser erster Kunde ist die Zingerle Group, ist Markt, also Weltmarktführer von Tischen, Zelten und Bänken, ist Apps. Wir haben über 400 Mitarbeiter, wir haben da vier Standorte umgebunden, das Headquarter in Italien und zwei rumänische Firmen und die deutsche Firma. Es ist die Provex, es ist ein Duschkabinenhersteller aus Bruneck mit 50 Mitarbeitern. Es ist die Firma Asta, Holzbau und Türenhersteller aus Jenesien. Es ist die Firma Rentiment, es ist eine Catering-Firma. Die Firma Downstep ist sicher auch in vielen von euch ein Begriff. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen Spangler aus Marling mit 7 Mitarbeitern. Das sind alles Informance und Ergo, Entschuldigung, Informance, Radix oder Ergo-Kunden, wo wir WingX bereits erfolgreich implementiert haben. Ansonsten, die anderen Kunden nutzen entweder andere ERP-Systeme oder es besteht natürlich auch die Möglichkeit bei uns, dass wenn die Buchhaltung extern ausgelagert ist beim Wirtschaftsberater, dass wir uns mit dem Wirtschaftsberater diesbezüglich in Verbindung setzen. Und die anderen Kunden sind eben Holzbau Bocca, auch da im Holzbau tätig. Soyou ist eine Social Media Agentur. Castellanum ist ein Immobilienmakler aus Brixen. Burger Sanitär ist ein großer Hydrauliker mit 30 Mitarbeitern aus Welschberg. Grillstore ist ein Fliesen- und Grillstore-Verkäufer aus Dobloch. Dinico ist sicher auch von vielen von euch ein Begriff. Ist Großhandel für Geschirr und Porzellan unten in Eppan. Noch Hotel Steiner in Leifers, ein Hotelbetrieb, die Maltec in Stürzing oben, Hotelfabrik, was Software für Hotels anbietet und der Tourismusverein Schenna. Sondern man sieht es eben an der Referenzliste, wie vielfältig eigentlich die Firmen sein, also vom kleinen Spangler, vom kleinen Handwerker bis hin zum großen Produktionsunternehmen, vom Handel bis Dienstleister ist alles eigentlich ein bisschen mit dabei, was die Software mittlerweile schon nutzen. Ich darf denke jetzt meinen Bildschirm teilen und da denke sorgen, wie das effektiv in Excel ausschaut. So, jetzt müsst ihr jetzt mein Excel sehen. Ja. Wie ihr seht, es ist ein normales Excel, wie ihr es einfach aus eurer normalen Arbeitsumgebung kennt. Wenn ich unter Einfügen meine Add-ins, ich gehe auf Microsoft Store und suche nach WingX, dann finde ich die Software hier, ich klicke auf Hinzufügen und schon ist die Software installiert. Das ist der ganze Installationsaufwand. Also extrem einfach und extrem simpel, das Ganze zu installieren. Die Software ist dann oben in der Seite eingebettet. Das muss ich ein bisschen kleiner machen. Was ist so? Die Software ist in der Sidebar eingebettet, befindet sich oben in der Registerkarte. Die Sidebar kann man dann auf und zu klappen. Man steigt dann ein mit Benutzernamen und Passwort. Ich steige jetzt in meinem Test- und Demo-Mandanten ein. Und man sieht den Aufbau der Software. Die Software ist unterteilt. Die Software hat verschiedene Kategorien. Also man sieht das GNV, die Bilanz, Cashflow, Sonstiges und die Kostenrechnung. Und die Software ist unterteilt in fünf Hauptkategorien. Also einmal gibt es die Info und Support, wo Informationen zum Produkt und zur Lizenz vorhanden sein. Es gibt die Einstellungen, wo man die Sprache festlegen kann. Also die Software ist natürlich auch komplett dreisprachig. Es ist das Mapping.
Was ich eigentlich im Nachgang nochmal genau erläutere. Es gibt den Berichtsassistent, da bereiten wir in der, da halten sich, da halten sich vor allem wir auf in der Vorbereitungsphase, wenn wir die Berichte erstellen, und der Berichtsgenerator. Der Berichtsgenerator ist der, wo sich unsere Kunden eigentlich am meisten aufhalten. Der Start des Reportings ist recht einfach. Also ich klicke auf die Kategorie, die was ich haben will. Ich wähle meinen Bericht aus, in verschiedene Berichte vorbereitet. Natürlich kann es auch mehrere GNV-Berichte geben. Ich wähle mal einen aus, klicke auf Bericht generieren und schon lädt sich eigentlich der Bericht, den wir im Vorfeld mit unseren Kunden definiert haben. Also das Programm verbindet sich jetzt mit der Buchhaltung, also sieht er, wie schnell das Ganze geht und holt sich die aktuellen Daten. Sobald ich die Daten mir geholt habe, kann ich eigentlich die Software schließen. Dann brauche ich es eigentlich in dem Moment jetzt nicht mehr, weil ich die Daten jetzt auf Knopfdruck in Excel importiert habe. Ich habe einen bestimmten Detaillierungsgrad. Ich komme auf Kontoebene rein. Das heißt, ich kann natürlich aufklappen, ja, was ist unter Waren und Dienstleistungen, Umsatz alles enthalten. Okay, das sind meine Buchhaltungskonten. Wie ist das weg? Auch hier Vergleich, wie ist es von 24 zum 23 gegangen, kann ich Vergleich machen bis auf die Kontoebene. Das gibt mir die Möglichkeit zu schauen, wie ist mein Materialaufwand, wie entwickeln sich meine Deckungsbeiträge. Hier zum Beispiel sehe ich, ja, ich bin zwar im Umsatz gestiegen, von 16 Millionen auf 19 Millionen, ja, aber der Deckungsbeitrag ist ja fast gleich geblieben, beziehungsweise eher nach unten gegangen. Und dann kann ich schauen, ja, wo kommt das her? Okay, ich habe 60% Materialaufwand, letztes Jahr habe ich 52 gehabt. Wo kommt das her? Jetzt kann ich natürlich aufklappen und schauen, von welchen Kunden kommt das? Also sehe ich schon zum Beispiel beim Einkauf Inland, habe ich letztes Jahr 16% Intensität gehabt im Vergleich zum Umsatz, jetzt bin ich auf 27. Und so kann man die Situation sehr schnell analysieren. Der große Vorteil, den WingX hat, ist, dass man das auch bearbeiten kann. Wenn ich Rechnungen habe, die, was ich noch nicht ausgestellt habe, dann kann ich einfach hergehen und den Betrug von den 17,6 Millionen ausbessern, beziehungsweise 2 Millionen dazu tun. Und gleichzeitig ändert sich das ganze Reporting. Also ich sehe zum Beispiel bei den Balken enden, wie sich das verändert, das gehe ich nochmal vor und noch zurück. Es ändern sich Deckungsbeiträge, es ändern sich Gewinne, es ändert sich die Fender, es ändert sich der Vergleich zum Vorjahr. Also dadurch kann ich ganz schnell die reale Ist-Situation in Excel darstellen. Wenn ich zum Beispiel das Lager nicht buche in der Buchhaltung, dann kann ich das in Excel einfach einfügen, sodass ich einen wirklichen realistischen Ist-Stand zum heutigen Datum habe. Wenn ich Abschreibung nicht buche, ist dasselbe. Wir haben dort zum Beispiel einen Forecast eingebaut, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Auch den Forecast kann ich natürlich bearbeiten, wenn ich es besser weiß wie die Maschine. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass ich, sofern das Unternehmen, sofern der Kunde, sofern es Budgets führt, kann ich auch Budgetvergleiche machen. Und in der Regel macht man ja die Forecasts so, dass man entweder die Ist-Situation hernimmt, die Situation zum 30.09. beispielsweise, und addiert zu der Ist-Situation die letzten 3 Monate vom Budget. Das ist in der Regel der Forecast, wie es in heute Unternehmen machen. Auch das ist von uns darstellbar. Ich kann es natürlich nachher vergleichen mit dem, was der künstliche Intelligenz-Algorithmus mir liefert. Und so baue ich mein Reporting-Paket, mein monatliches Reporting-Paket oder mein quartalsmäßiges Reporting-Paket auf. Und dann sofort einen Überblick über die betriebswirtschaftliche Situation. Und wie gesagt, wie das aufgebaut ist, welche Kategorien das da sein, für ein Unternehmen ist es sehr wichtig, dass Marketing separat dargestellt wird. Andere Unternehmen haben
10 Autos und möchten die Fuhrparkkosten separat aufgewiesen haben. Also das machen wir im Rahmen der Konzept und im Rahmen der Strategieentwicklung, definieren mit mir, mit dem Kunden die Kategorien, die was wir für notwendig erachten und passen uns und passen den Report dahingehend an. Ich selber ist bei den Spalten, das ist jetzt ein Jahresbericht, kann aber auch natürlich ein Quartalsbericht sein oder ein Monatsbericht oder ein Budgetvergleich. Und so baue ich mein Reporting auf. Im ersten Tabellenblatt bleibt mein Bericht vorhanden, wie er war. Und jetzt kann ich den nächsten Bericht aufmachen. Den, was ich auch schon vorbereitet habe. Weil es ist natürlich, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man mehrere Berichte in einem Excel, in einer Excel-Datei darstellen kann. Jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel von einem Reporting. Da habe ich eine Ist-Situation von den ersten zwei Quartale 2024, habe ich das Budget für Q3 und Q4, was mir dann auch hinten automatisch in Forecast ausrechnet. Auch da wieder dasselbe Spiel, verbindet sich mit der Buchhaltung, beziehungsweise wenn es ein Budget in Excel macht, können wir auch das Excel-Budget aufladen. Und so habe ich die Möglichkeit, wie ich es vorher erklärt habe, Q1 und Q2 ist Situation plus Budget Q3 und Q4 ergibt meinen Forecast 2024, den ich aber auch mit dem Forecast vergleichen kann, den was mir der künstliche Intelligenz Algorithmus errechnet hat. Deswegen kann ich das Beste aus zwei Welten, Mensch und Maschine, eigentlich zusammenfassen. Ich dachte jetzt zum Abschluss noch die ganze Kostenrechnungsthematik zeigen, ist sicherlich für viele Betriebe von euch auch interessant. Kostenrechnung, und ja, im Report vorbereitet. Bei der Kostenrechnung ist es so, genau, das wollte ich euch auch noch sagen. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass unterjährig bestimmte Konten neu dazukommen in der Buchhaltung, dass ein neues Buchhaltungskonto angelegt werden muss. Das System versteht es in dem Moment und bringt schon die Fehlermeldung, Achtung, dem Bericht wurden nicht alle Konten zugewiesen, bitte zuweisen. In dem Moment geht der Benutzer einfach aufs Mapping und das Mapping ist nichts anderes als eine Kontenzuweisung. Und man sieht die einzelnen Kategorien auf der rechten Seite, Waren, Dienstleistungen, Umsatz, wie man sie auch da im Excel sieht. Und man sieht da auch die Konten auf der linken Seite, was nicht zugeordnet sind. Da sieht man zum Beispiel, dass das Konto Warenanfangsbestand, Verarbeitungsmaterial für Dritte, ist nirgends zugeordnet. Jetzt kann ich hergehen und sagen, ja, ist ein Konto, das muss ich dem Materialaufwand zuordnen. Schiebe es einfach mit einem simplen Drag und Drop auf die rechte Seite, speichere es ab und schon ist das Konto zugeordnet. Das neue Konto. Es gibt natürlich bei den G&V-Berichten vor allem viele Konten, die ich nicht mappen muss, die ich nicht zuordnen muss. Das sind zum Beispiel die ganzen Aktiv- oder die ganzen Passivkonten. Und mit einem simplen Klick auf nicht validiert, kann ich dem System sagen, okay, mir ist bewusst, dass es das Konto gibt, aber ich will das bewusst nicht zuordnen. Gott, wenn man zum Beispiel Cashflow-Berichte macht, die ganzen Abschreibungskonten kann man da einfach wegklicken, weil ich die für einen Cashflow nicht brauche. Und das Ganze schaut dann so aus, jetzt kommt die Fehlermeldung dann natürlich nicht mehr in dem Moment, weil ich ja das Konto zugeordnet habe, man startet den Bericht neu und die Kostenrechnung ist so aufgebaut, dass wir die Kostenstellen sowohl in der Spalte darstellen können, als Spalte, als auch in der Zeile. In dem Moment habe ich es als Spalte dargestellt. Das ist meine Ist-Situation gesamt für die ganze Firma. Ich habe aber drei Kostenstellen, ich habe die Gastronomie, die Hotellerie und den Einzelhandel. Und das Ganze kann ich dann so darstellen. Das ist ein Bericht, der geht nur bis Deckungsgrad 1, der geht nicht bis nach ganz unten, weil ich die Kostenstellen zum Beispiel nur für die, weil der Betrieb die Kostenstellen nur für den Umsatz und für Variablen Kosten bebucht. Also wie S6, es ist eigentlich alles komplett möglich. Anstelle von Gastronomie, Hotellerie oder Einzelhandel könnten hier auch verschiedene Unternehmen stehen. Ne? Es kann auch sein, dass ihr die Zahlen von Wingstore auslese und da kann man die Zahlen von der Finanzwerkstatt. Zum Beispiel. Auch das ist natürlich mit dem Modul Kostenrechnung möglich.
Dadurch schaffe ich auch die Möglichkeit der Konsolidierung. In dem Moment, wo ich die Zahlen geladen habe und wo ich das Reporting aufgebaut habe, ist das eine Excel-Datei. Das heißt, ich kann das jetzt einfach abspeichern auf meinem Desktop und kann das meinem Geschäftsführer senden, ich kann das meinem Verwaltungsleiter senden oder an sonstige externe Partner oder Mitarbeiter. Derjenige, der das dann als Excel-Datei erhaltet, öffnet es genauso. Er braucht auch WinX nicht installiert haben, weil in dem Moment ist das eine Excel-Datei. Das hat eben den Vorteil auch des Lizenzmodells. Ich brauche in der Regel eine Lizenz, weil wenn ich das erarbeite und einmal die Zahlen, das Reporting mir aufgebaut haben für das Monat oder für das Quartal, dann kann ich das mit meinen Kollegen teilen, ohne dass der Kollege das Programm installiert haben muss. Ah, das ist der Vorteil dadurch, dass das Ganze eben im Excel ist. Weil Excel hat jeder installiert und deswegen kann ich das mit meinen Kollegen teilen, ohne dass sie zusätzliche Lizenzen benötigen. Ich hoffe, ich habe einen guten Überblick gegeben über die ganzen Funktionalitäten, was die Software bietet. Wie gesagt, meldet euch bitte für ein unverbindliches Erstgespräch, wenn ihr an der Software interessiert seid, wenn euch die Software gefällt. Wir kommen gerne vorbei bei euch, eigentlich das nochmal persönlich auch zu zeigen. Wir gehen in den Gesprächen meistens auch die unternehmensspezifischen Gegebenheiten sehr stark ein und das wird zeigen, welchen großen Mehrwert es durch die Software kriegt. Dadurch darf ich eigentlich schon wieder übergehen in die Frage- und Antwortrunde. Ja, danke. Danke, Alex. Bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich da noch eins erwähnen. Also, von meiner Seite können wir das Tool absolut empfehlen, weil wir nicht sagen, dass es gut funktioniert bei vielen Kunden, sondern weil es auch Problematiken löst, die mit unserer eigenen Software teilweise nicht abgedeckt werden. Es geht vor allem um Simulationen und die Art und Weise, wie man mit einem Instrument arbeitet. Also, wenn Sie Interesse haben oder Rückfragen bei Insta, können Sie die jederzeit machen. Ihr gesehen, Alex, es gibt auch Frage im Moment. Genau, die Frage ist, kann man von einem Teilnehmer, ob es möglich ist, zu Beginn die Standardlizenz zu kaufen und dann später die Premium-Lizenz? Auf alle Fälle ein klares Ja. Wir machen das in der Regel sogar, oder wir machen das sogar bei den Kunden sehr oft, wo sie sagen, man starten mal mit dem G&V. Und wenn wir mit der Software vertraut sind, wenn wir sehen, dass es gut funktioniert und dass alles gut läuft, dann gehen wir über in die Bilanz-Reportings und in die Cashflow-Reportings und eventuell in die Kostenrechnungs-Reportings. Also das ist ganz oft der Fall, dass wir klar starten, dass wir nicht alle, mir empfehlen, auch oft in Betriebe. Schau, geht's nicht von 0 auf 1000. Macht's mal das, was für euch essentiell ist, was notwendig ist. Startet's mit Zahlen, mit dem, was ihr effektiv was umfangen könnt. Und dann starten wir vorzu. Und das Ganze baut, kann man sich dann natürlich sukzessive aufgebaut werden. Also auf alle Fälle, man kann klein starten und dann groß aufhören. Okay, dann gibt's eine weitere Frage. Könnte die Präsentation oder die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt werden? Ja, wir werden die Aufzeichnung vom Webinar an jeden Teilnehmer, der sich angemeldet hat, weiterschicken. Sie können sich das in Ruhe noch einmal anschauen. Jetzt kommen wir auf den Fokus. Sie haben jetzt die Gelegenheit, ja, weitere Fragen zu geben. Ja. Also kann man auch die Daten aus Ergo auf Basis der Baustellen Objekte abbilden statt Kostenstellen? Prinzipiell ja. Wir haben zwar noch keine Standardschnittstelle in dem Moment gebaut. Wir sind momentan mit einem Unternehmen in Austausch, was genau das plant. Ist im Prinzip ein Schnittstellenthema, ist theoretisch möglich, ja. Jetzt muss man eben schauen, wie das Unternehmen die Objekte genau nutzt. Ob das Unternehmen die Objekte als Kostenstelle nutzt oder wirklich als Kostenträger. Weil das muss man dann im unternehmensspezifischen Fall sich anschauen, aber im Prinzip ja ist möglich. Könnte der künstliche Intelligenz-Forecast auch für 5-jährige Finanzpläne Banken verwendet werden? Ja, auf alle Fälle.
Definitiv. Wir haben beim Berichtsgenerator die Möglichkeit, den Zeitraum einzugeben, für welches der Forecast errechnet werden soll. Beim Forecast ist zu sagen, je mehr Daten zur Verfügung stehen, Buchhaltungsdaten, desto besser rechnet der Algorithmus natürlich. Und prinzipiell aber natürlich ist es möglich, auch für die Folgejahre einen Forecast businessplanmäßig errechnen zu lassen und den auch eventuell manuell zu bearbeiten. Das ist auch wieder der Vorteil. Das ist dann auch, die Zahlen im Excel und die kann das effektiv dann auch sehr schnell weiter bearbeiten. Gut, ich glaube, wir sind am Ende. Es sind keine neuen Fragen mehr. Wie gesagt, Sie können uns jederzeit noch einmal kontaktieren. Da sind die Kontaktdaten von Alex. Genau, schau es ein auf unsere Homepage, da ist ein Kontaktformular, wo es ganz schnell und einfach eine Anfrage an uns starten kannst. Wir werden ja, man kann die jederzeit anrufen, nicht, wenn man genau. Ein bisschen persönlichen Kontakt braucht. Genau. In Ordnung, gut. Dann bedanke ich mich bei Alex, bedanke mich bei allen Teilnehmern. Ich hoffe, das war interessant und wie gesagt, kontaktieren Sie uns, wenn Sie das Thema vertiefen möchten. Danke an alle Teilnehmer und wir hören und sehen uns an uns mal. Danke, Peter. Danke.